Sollte aber kein Problem sein. Außer wir treffen hier auf diese Drecks-Oblivion Gates. Ich weiß nicht, was nerviger ist. Bill Gates oder Oblivion Gates. Obwohl ich sagen muss, ne, also wer meinen Blog verfolgt, der wird ja merken, dass ich diesen Twitter oder diesen Tweet von Bill Gates ja definitiv befürworte. Also von wegen hier, I'm thinking of buying Bieber's copyright and to end all this shit. Da muss ich sagen, ja, da bin ich doch auch dafür. So, wir haben jetzt hier eine kleine Armor bekommen, ein bisschen Liebe und ein sehr nettes Katana an diesen Conjured-Dingern. Leider, wie ihr seht, wenn man sie einmal einsteckt, sind sie auch leider schon wieder weg, was ein bisschen schade ist. Deswegen verstehe ich den Sinn und Zweck nicht ganz von diesen komischen Stones da, aber naja. Wer stoned ist, hat ja immer seine eigenen Probleme, wie wir alle wissen. Nicht wahr? Doch. Und vielleicht treffen wir ja hier, obwohl, auf öffentlichen Wegen ist es ja eben relativ selten, dass man da auf irgendjemanden oder auf irgendwelches Wild trifft. Schon wieder so ein Oblivion Gate. Ja, 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 der Himmel macht sie auch schon bemerkbar. Was ist das denn? Leck mich am anderen. Nee, vergiss es. Ach, guck mal, wir haben einen hier. Moin! Pay up, or else. Take it from me if you can. Easily done. Ich glaub, das werden wir sehen. Ich renn weg. Tschüss! Dem. Denn das ist ja in dem Fall nur zu seinem Besten, ne? Obwohl, nee. Ich werde einfach mal. Ja, das war mein Skype, keine Sorge. Ing, fuck! Jawohl, Shadowmere kämpft natürlich auch mit. Und das war's auch für ihn schon. Kleine Wildkatze. Oh, Lockpick, gerne. Den Rest kannst du behalten, den brauche ich nicht. Übrigens, Dankeschön an. Insert Name. Ich kann mir Namen einfach nicht merken. Ich habe ein Namensgedächtnis wie ein Sieb. Der mir übrigens auch einen netten Fakt über Shadowmere erzählt hat. Und zwar ist Shadowmere eines der Pferde, die nicht draufgehen können. Das heißt, es kann nur unbewusst werden, so wie bei Keypersons hier in Oblivion, aber sie können halt nicht sterben. Das heißt, wenn er einmal irgendwie keine Hitpoints mehr hat, steht er danach direkt wieder auf. Und kämpft eben auch mit. Das ist eines der schönen Sachen an Shadowmere. Und es ist auch eines der schnellsten Pferde in diesem Game. Oder wenn nicht sogar das stärkste Pferd im Spiel. Ein treues Ross. Definitiv. Hier haben wir schon wieder so einen kleinen Shrine. Kann man mal reingucken. Was es damit auf sich hat. Aber das sieht irgendwie nach einem... Ja, nach einem... Shrine aus, der eventuell etwas mit einem Quest zu tun hat, oder der relativ dann doch High-Level eher ist. Also es sieht schon aus, als ob der irgendwie ein bisschen sophisticated wäre. Wenn ihr wisst, was ich meine. Know what I'm saying? Ja doch, das sieht schon nach Serious Business aus, quasi. Den können wir schon mal auf der Karte markieren lassen. Morahame. Oh, da hinten haben wir sogar was. Obwohl es mich gerade anscheinend schon gesehen hat, das ist ja Latex. Oder ist noch irgendwas hier? Ich habe ja mittlerweile die Musik auch ein bisschen lauter eingestellt, damit man die auch mal hört, weil die war irgendwie so gut wie nicht vorhanden in den letzten Parts. Moment. Ein bisschen zu weit vorgezielt. Irgendjemand sieht mich doch. Oder auch nicht? England! Oh, der hat das gar nicht mitbekommen. Och Mann, Shadowmere, du machst aber auch einen jeden Spaß kaputt, ey. Mann. Killstealer. Verdammt, das Pferd, ey. Ja, unseren Arrow können wir, glaube ich, auch hier vergessen. Ich würde jetzt gerne wieder aufsteigen, ohne da zu buggen. Ja, das klappt auch. Wunderprächtig. Hier lang. Und wie ihr sehen könnt, auf dem Weg dahin haben wir jetzt leider keinen öffentlichen Weg anscheinend mehr. Deswegen müssen wir hier versuchen, mal ein bisschen durch die Wildnis zu laufen. Was natürlich jetzt von Nachteil sein könnte, wenn wir eben auf irgendwelche Gegner treffen oder so. Also zum Nachteil für die. Manchmal kommt man hier auch diese steilen Abhänge nicht hoch, ey. Das ist großartig. Sträub dich mal nicht und geh da jetzt hoch. Mensch. Ey, willst du mich rollen? Geh da hoch jetzt. Ist doch nicht so schwer. Komm.
Das scheint hier nicht hochzugehen, irgendwie für ihn. Mach dich hoch, verdammt! Jawohl, klappt auch, einigermaßen. Man muss da ein bisschen schräg hochgehen, habe ich so das Gefühl, dann klappt's meistens. Oder mal kurz springen, das scheint auch ganz gut zu klappen. Mal gucken. Naja, mehr oder weniger zumindest. Ist ein bisschen wie bei Minesweeper, eventuell es klappt oder es klappt halt nicht. Das, oh, I believe I can fly. Jetzt geht doch, sehr schön. Kriegst einen Keks. Vielleicht, wenn ich einen hätte. Aber hätte Fahrradkette, wer kennt das ja. So. Jetzt müssten wir uns aber theoretisch gleich hier irgendwo in der Nähe befinden. Und ich glaube, eventuell sollte ich nach dem Quest mal in Betracht ziehen, hier Tag, mal bis zum Tag zu resten. Kann man ja im Fett resten? Nee, nicht wenn Gegner in der Nähe sind. Nicht Gegner. Wir mögen uns doch alle gegenseitig, auch der da zum Beispiel. Greift er an? Nee, gut. Alles klar. Dann schnappen wir uns mal dieses kleine Schmetterling-Gedöns. Was ist das? Oh, das war ja fast zu leicht schon. Ah ja, und das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich tagsüber nicht aufnehme, weil ich die ganze Zeit in Skype irgendwie geharvest werde. Ist unmöglich. So, safe. Bam, 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 bam. Der hier. Ist mir immer ein bisschen unsicher hier auf Shadowmere an diversen. Oder generell auf Pferde zu steigen an diversen Locations. Gerade wenn man hier noch Two Guys, One Horse im Kopf hat. Ah! Nein! Sollte man nicht haben, definitiv nicht. Wobei wir hier wieder ein kleines Ford, glaube ich, haben. Oder ein Opel. Oh, Goldthroat. Das klingt nach einem schlechten Erwachsenenfilm. Oder nach einem Tier, ne? Goldkehlchen zum Beispiel. Das klingt jetzt wieder nach einem pädophilen Film. Gut, okay. Haben wir... Oh! Da. Nein! Der hat mich bemerkt. Oh, meine Güte, der... Oh! Nein, der haut aber rein, ey. Meine Güte, ey. Schon wieder fast... ist es Zeit oder was? Okay, Tyrandamir tankt. Oder Shadowmere. You bashed it! Okay. Ich dachte gerade schon, das wäre ein Troll, aber die sind ja ein bisschen behaarte. Nicht die Internet-Trolls, die sind unglaublich rasiert. Also die männlichen zumindest sind unglaublich rasiert. Also unmännlich. Ist ja klar. Don't feed the Trolls, wir kennen alle den Spruch. Und das auch aus gutem Grund. Vielleicht treffen wir noch auf den einen oder anderen. Also ich, in meiner Laufbahn, als LOL-Player, extrem schlechter, habe schon ziemlich viele Trolls gesehen und auch gerade neulich in einem Forum, also ich kann euch sagen, in einigen Foren, ja, da sollte man sich jetzt nicht unbedingt aufhalten, da sind halt wirklich nur, ich weiß nicht, irgendwelche Probleme scheinen die schon zu haben. So, wir nähern uns zumindest hier unserem Ziel, dass sich da, wie? Duckmoss Village nennt. Schön wär's. Sehr geiles Album übrigens von Buddha Army. Nächstes Album, das ich übrigens auch schon habe, ist, glaube ich, Bird. Nee. Bird? Nee. Larry Bird war es nicht, nee. Report of a Fire? Bird Strike? Report of a Bird Strike, glaube ich. Aber ich bin mir gerade unsicher. Kann ich auch verwechseln mit Bird of 12 Gorge, glaube ich, war es. Von, Shooter in the Fire, natürlich. So, kleine J-Rap-Info. Und da sind wir auch schon angekommen. Wunderbar, nah am Wasser gebaut, der Junge anscheinend. So, hier haben wir einen Necromancer, nämlich den wir hier legen müssen. Ich glaube, ich habe es im letzten Part vorgelesen. Wenn nicht, dann mache ich es jetzt einfach nochmal. So, und zwar lautet unser Auftrag nochmal: I have received my new orders from Lucien Lachance. I must go to Leafrod Cave, Duckmoss Village and kill a necromancer who has begun the process of transforming himself into a lich. Lich. This necromancer, Saladin, has not yet completed his metamorphosis, but is still incredibly powerful. Possibly too powerful to kill if faced. I should search the cave for Saldian's writings and try to discover his weakness.